Herzlich willkommen zu einem neuen Interview hier auf dem Kanal Wohlstandsentfaltung. Heute mal wieder in der Form von einem Interview und vor allem halt auch in der Form eines Live-Interviews, was ich bisher noch nicht so oft gemacht habe. Und ich freue mich schon mega. Ich habe heute nämlich einen Freund von mir zu Gast, den Dominik, der ist Zauberkünstler, macht das als Hauptberuf, nicht nur so ein bisschen nebenbei, schon seit längerer Zeit, hatte letztes Jahr über 70 Auftritte, im Moment in der Corona-Zeit etwas weniger als sonst. Ein wenig. Genau, hat auch in dem Bereich schon früher schon einen Podcast gemacht, macht noch viele andere coole Sachen und wollte halt mit ihm heute so ein bisschen darüber sprechen, wie ist es, das Hobby und das, was man gerne macht, zum Beruf zu machen, wie das alles geht. Und genau, freue mich einfach, dass du heute mit dabei bist. Und wie geht's dir? Ja, erstmal danke für die Einladung. Und mir geht's super. Ich habe mich sehr gefreut, hier zu dir zu kommen. Ja. Habe eben ein bisschen Sport gemacht, bin dann sofort auf dem direkten Wege zu dir. Und ja, ich freue mich mega aufs Interview. Ja, cool, mega. Das Spannende ist, für die zuhören, wir kennen schon ein bisschen länger, aber wir haben über das Thema noch nicht so wirklich gesprochen. Deswegen bin ich heute auch selbst so gespannt, was da so rauskommt. Und was mich halt mal zu Beginn interessieren würde, wie bist du überhaupt zum Zaubern gekommen? Oh, das war vor 13 Jahren oder sowas. Damals mit also das war ein Feriencamp, wo ich war, also oder ganz, wir beginnen noch was früher, also in der Kindheit war es so, dass ich einen Zauberkasten hatte, so ganz klassisch wie ganz viele andere auch, und dort habe ich ein bisschen was gezaubert, hatte Spaß dabei, und dann ist das eher zum Ruhen gekommen, und dann so vor knapp 13 Jahren hatte ich ein Feriencamp, wo ich war. Und dort hat ein anderer Gleichaltriger auch gezaubert. Mm. Und der hat so cool gezaubert, dass er mich damit inspiriert hat. Mm. Und dann wollte ich auch zaubern. Er hat mir ein Kunststück erklärt. Ich war aber noch neugieriger, wollte noch ein neues Kunststück haben. Und dann ist es im Endeffekt so geworden, dass ich irgendwann auch den ersten Auftritt hatte, zweiten Auftritt, alles drum und dran. Und ja, er zaubert jetzt auch noch ein bisschen was, aber ich habe es mir irgendwann zum Hauptberuf einfach gemacht. Mm. Genau, und dementsprechend, durch die Inspiration von jemand anderen kam das dann. Na, cool. Was hat dich denn so daran begeistert oder diese Leidenschaft so entfacht? Weil das Spannende ist, ich habe vorhin gar nicht dran gedacht, ich hatte in der Schule auch eine Zauber-AG. Du warst dabei, oder? Ja, was habt ihr gemacht so? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Es war auch nur ein halbes Jahr oder so. Aber ich fand das schon cool, aber nicht so, dass mich das wirklich so begeistert. Deswegen hat es nicht so gecatcht. Deswegen würde mich halt so interessieren, es gibt ja viele, die vielleicht mal das Hören oder das Sehen oder auch so ein Zauber. Es gibt ja, glaube ich, Millionen, die so einen Zauberkasten haben. Aber was war das, was dich dann so daran fasziniert und begeistert hat, dass du dann dem nachgegangen bist? Hat mich noch niemand gefragt. Geile Frage. Was war das konkret? Ich glaube, es war irgendwie so die Faszination daran, irgendwie etwas tun zu können, was eigentlich nicht möglich ist. Und gleichzeitig aber auch Spaß mit anderen Leuten zu haben. Also bei mir ist das so, die Kunststücke, die ich am liebsten zeige, das sind Kunststücke, die ich von anderen mal gesehen habe und wo ich so geflasht war, weil die einfach so genial waren. und ich selbst als Zauberkünstler gefoolt wurde. Also sozusagen, es gibt Magician's Fooler, das sind Kunststücke, wo selbst Zauberkünstler nicht wissen, wie es geht. Und dann sie erst erklärt bekommen müssen. Mhm. Und diese Kunststücke liebe ich, weil dann habe ich einen genialen Moment erlebt. Und irgendwann habe ich die dann gelernt, habe sie ein bisschen auf mich angepasst und dann zeige ich die anderen. Und diesen Moment, den ich damals ein einziges Mal dann erlebt habe, beim ersten Mal, wo ich das Kunststück gesehen habe, kann ich den anderen weitergeben. Und ich denke mal, das war das auch ganz zu Beginn bei mir, dass ich halt eben noch keinen Plan von Zauberkunst hatte und nur sehr wenig. Und dann so geflecht wurde und so viel Spaß dabei hatte und deswegen entsprechend das auch machen wollte. Dann. Ja, das ist doch so ein bisschen dieses kindliche, so überrascht sein, ist nicht, der Verstand kann halt die Sachen nicht greifen, weil er sagt irgendwie, was weiß ich, die Münze war da, jetzt ist die da oder was weiß ich, ist ja egal, was für ein Zauberstück das ist, aber es ist irgendwie vom Verstand her nicht greifbar und du denkst, du weißt, was weiß ich, oder beim Hütchenspiel, du denkst, du weißt, wo es ist und dann denkst du so, oh, nee, doch nicht. Ist doch woanders. Ist doch woanders, irgendwie, das geht nicht. Er hat mich getäuscht. Genau, und dieses Glauben an dieses, ich glaube, Übernatürliche, das ist halt, glaube ich, auch sowas, was viele daran so begeistert und ich habe auch schon ein paar Mal so die Sendung Penn & Teller, Foolers. Oh, na klar. Eine der besten Sendungen, die es gibt. Genau. Das zum Thema Penn & Teller wusste ich vorher gar nicht. Das sind ja sehr bekannte Zauberer aus den USA. Und die laden halt Magier und Zauberer ein. Und zwar wirklich nur die Besten der Besten. Genau, nur die Besten der Besten. Weltweit und, alles. Und die wollen halt auch wieder dieses Überraschungserlebnis haben und halt einfach denken, boah, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Und, einfach dieses überrascht sein. Ganz große Empfehlung, einfach mal bei YouTube eingeben. Da gibt es ganz viele Videos von dem. Ist eine amerikanische Serie. Ja. Oder Sendung. Genau, ja, ich habe auch schon einige davon gesehen, deswegen. Daher, sehr zu empfehlen. Ja. Genau, aber was ich halt jetzt spannend finde,
ich habe ja schon vorher gesagt, viele Leute kriegen mal so einen Zauberkasten oder sind dann begeistert oder finden das irgendwie cool. Und ich glaube, dass vielleicht 0, irgendwas Prozent daraus dann wirklich was machen, dass sie dahinterher davon leben können, dass sie daraus einen Beruf machen. Wann hat das so für dich angefangen, dass du zum ersten Mal damit angefangen hast, überhaupt Geld zu verdienen oder die ersten Mal so realisiert hast, oh, ich könnte, daraus könnte mehr werden als nur, das ist ein Hobby von mir? Meinen ersten Auftritt hatte ich 2009, also jetzt vor 11,5 Jahren, ja etwa so die Kante. Das war so der allererste richtige Auftritt. Vorher habe ich mich einfach damit halt eben beschäftigt gehabt und dieser Auftritt kam zustande, weil ich einfach in der Freizeit selbst viel mit Zauberkunst zu tun hatte und irgendwie dann Bekannte, ich glaube von meinem Onkel oder sowas, davon erfahren haben und die haben Kindergeburtstag gemacht. Also so ganz klassisch süß Kindergeburtstag und die wollten mich engagieren und ja, dann habe ich eine halbe Stunde Programm dort gemacht für 6-jährige Kinder, 8 Kinder oder sowas waren das und habe 20 Euro Gage bekommen und das allerbeste, die haben mir nochmal 10 Euro draufgelegt. Ich habe nie wieder die Hälfte der Gage als Bonus nochmal drauf bekommen. Ja, also deswegen 30 Euro habe ich da bekommen, das war ein mega cooler Auftritt. war ich noch recht jung und ja, das war der erste Auftritt, ich hatte mega Spaß dabei und irgendwann kam dann eine Vereinsfeier. In einem Verein, wo ich war, ich habe damals Bogensport gemacht, also Bogenschießen habe ich viel gemacht und bin dort dann bei der Weihnachtsfeier mit dabei gewesen. Die haben mir dann auch ein bisschen was Finanzielles gegeben und dann haben noch mehr davon gehört und noch mehr und es hat immer mehr Spaß gemacht und dann hatte ich sowohl Kinderauftritte als auch dann die ersten Erwachsenenauftritte. Ja, und irgendwann habe ich nicht mehr 20 Euro verdient, sondern 50 Euro eine Zeit lang. Dann kam 100 Euro und dann ging das immer weiter hoch in die ja, vierstelligen Beträge. Genau, aber das hat Zeit gedauert. ja, klar. Ja. Das ist spannend. Ich glaube, so wenn du so eine Begeisterung hast für irgendetwas, dass du halt auch diese Unterstützung bekommst und die Leute dich halt auch so ein bisschen fördern wollen. Und das habe ich jetzt auch beim Start vom YouTube-Kanal halt hier gemerkt, wie bereits innerhalb der ersten Wochen, wo ich noch gar nichts online hatte, einfach 100, 200 Abonnenten da waren und ich habe noch gar nichts gemacht. Ich habe einfach nur gesagt, das ist die Idee, das mache ich und so weiter und so fort. Und dann sind die Leute dabei und wollen uns halt unterstützen. Und weil die dann merken, oh cool, der brennt dafür. Das ist das Wichtigste. Wenn Leute merken, dass andere etwas aus Leidenschaft tun, dann sind sie viel, viel, viel lieber dabei. Weil die Leidenschaft, dieses Feuer in einem, die Begeisterung, die du für deinen Kanal hast, die Begeisterung, die ich für meine Zauberkunst habe, ja, für das gesamte Business also auch, das ist das, was andere begeistert und was sie mitzieht. Also das, ja, das Allerwichtigste. Ja, vor allem, weil die meisten halt das, glaube ich, nicht so haben, dass halt schön finden, irgendwie das bei den anderen zu erleben und halt auch diese Energie zu fühlen, diese Begeisterung halt zu fühlen. Vor allem die Energie. Also es fühlt sich einfach gut an, bei Menschen zu sein, die Dinge tun, die ihnen Spaß machen und andere damit noch bereichern wollen. Auf jeden Fall. Jetzt gibt es ja viele Leute, die auch, sag ich jetzt mal, das ist ja wieder dieser Punkt, wo sich die Spreu vom Weizen trennt. Es gibt viele Leute, die haben halt auch so diese paar ersten Auftritte gehabt und dann mal ein paar 50 Euro verdient und war ganz nett und so ein bisschen so zwar schon ein bisschen Geld damit verdient, aber es war eher so ein Hobby. War das für dich so klar, ich weiß es ja nicht genau, wie der Ablauf war, dann nochmal was Normales, Seriöses, Vernünftiges zu machen? Oder war schon von Anfang an klar, so was ist ich werde Zauberkünstler, ich mache das auf jeden Fall? Gibt es zwei Richtungen. Also innerlich so vom Gefühl her war mir immer klar, oder schon sehr lange klar während der Schulzeit, ich mache das mal beruflich, also hauptberuflich. Ich habe es mich aber nicht von vornherein getraut, weil mein gesamtes Umfeld gesagt hatte, lern was Vernünftiges, studiere, mach das, also das Übliche. Mein Umfeld ist, ich finde, schon sehr locker, schon immer so gewesen. Ja. Vor allem meine Eltern, aber auch alle anderen waren recht locker. Und haben gesehen, es läuft mit der Zauberkunst und es könnte so passieren, ja, dass ich es zum Hauptberuf mache. Aber trotzdem haben die gesagt, mach doch lieber noch was Sicheres und dann kannst du ja danach es noch machen. So, dann hast du eine Grundlage. Und bei mir war es so, dass ich damals, keine Ahnung, wo ich 16, 17 war, also vor dem Abitur noch, schon viele Auftritte hatte. Ich hatte da so um die 50, glaube ich, pro Jahr, 40, 50. Noch zu niedriger Engage natürlich, aber entsprechend hatte ich da schon ein paar Auftritte. Und die haben mir einfach Spaß gemacht. Ich habe entsprechend schon recht gut verdient in dem Alter und habe einfach immer mehr gemerkt, irgendwann wird es möglich sein, dass ich davon vollständig lebe. Und innerlich habe ich meine Schule schon abgeschlossen. Also ich habe Abitur abgeschlossen, aber es war nicht das Beste. Einfach, weil ich keinen Bock mehr drauf hatte und habe halt eben nur Zauberkunst gemacht. Aber innerlich wusste ich einfach, dass ich es irgendwann mal zum Beruf machen werde. Dann habe ich trotzdem noch studiert, war Wirtschaftspsychologie hier in Köln. Bin dafür auch hier nach Köln gezogen, komme
aus der Gegend hier. Bin da trotzdem nach Köln dann gezogen in eine Wohnung. Und ja, das habe ich ganze 5 Semester lang gemacht, bis ich dann so viel mich mit mir selbst auseinandergesetzt habe, viel auf Seminaren gegangen bin, Persönlichkeitsentwicklung ganz viel gemacht habe bei vielen Speakern und sowas war und einfach sehr viel selbst gelernt habe und selbst gemerkt habe, ja, ich habe da diesen Wunsch und ich habe da diese Richtung und diese Sache, die mich begeistert. Und diese Stimme, die mir sagt, ich kann das nicht umsetzen, ich darf das nicht zum Hauptberuf machen, das ist nur die Angst, die vor allem von außen, vom Umfeld in mich reinkam. Wenn ich meiner Leidenschaft, meiner inneren Stimme folge, dann ist das der Hauptberuf des Zauberkünstlers. Ja, und dementsprechend habe ich 5 Semester studiert, dann abgebrochen mit einem sehr guten Gewissen. Also es war ein super gutes Gefühl, wo ich da zum Prüfungsamt gegangen bin und gesagt habe, so, das war's. Genau, 5 Semester übrigens deswegen, ich hatte 60% der Studienleistung erst erbracht. Auch da war ich nicht vollständig anwesend, weil ich mehr bei der Zauberkunst war. Und dementsprechend hätte ich noch locker 1,5 Jahre gemusst. Und das war es mir nicht wert. Und genau, dementsprechend habe ich die Zauberkunst zum Hauptberuf gemacht, vor jetzt 2,5 Jahren. War das? Ja, ich glaube, die meisten, wenn sie schon so weit im Studium sind, würden nicht mehr sagen, sie brechen jetzt noch ab. Weil sie dann sagen, ja, jetzt habe ich doch extra schon 2 Jahre investiert. Und dann will ich das ja nicht wegschmeißen, in Anführungszeichen, weil ich dann nicht das Papier habe, wo drauf steht, boah, ich bin voll toll in Wirtschaftspsychologie. Definitiv, definitiv. Aber in mir war immer klar, dass ich nie in Angestelltenverhältnis mit einer klassischen 40-Stunden-Woche gehen möchte. Also wenn das irgendwann passieren sollte, wenn, keine Ahnung, Corona jetzt noch 500 Jahre dauert, dann müsste ich andere Wege gehen, obwohl ich jetzt ja auch im Podcast habe und sowas, damit sowieso schon andere Wege gehe. Aber sagen wir es mal, es würde gar nichts funktionieren. Dann geht es immer noch natürlich diese Richtung. Aber das ist für mich die allerletzte Lösung. Ich möchte definitiv mein Ding machen, meiner Leidenschaft folgen, auch zu Zeiten von Corona. das ist mir ganz wichtig. Und genau, dementsprechend war für mich klar, ich brauche diesen Abschluss nicht. Oder dieses 1,5 Jahre würden nicht so sinnvoll investiert sein, dass der Abschluss es entsprechend wäre. Es wäre sinnvoller, das jetzt abzubrechen und meinen Weg alleine zu gehen. Genau, und dementsprechend war das ein gutes Gewissen und ich habe es auf jeden Fall nie bereut. Also, ja. Ich glaube, bei vielen Leuten ist das nämlich halt so ein Scheideweg, wenn sie dann im Studium sind und dann vielleicht auch irgendwann fertig sind und so unsicher sind, so nach dem Motto, ich muss mich jetzt irgendwie entscheiden, gehe ich den klassischen, normalen Weg oder mache ich das, was ich wirklich, wirklich machen will? So. Was denkst du, was bei dir so dieser Unterschied war? Weil ich kenne so viele Leute, die sagen halt so, boah, ich würde so gern XYZ nebenbei machen. Ich wäre so gern Koch, ich wäre so gern sowas, aber da verdient man ja so schlecht. Aber bla 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 und so weiter. Diese ganzen Konditionierungen und der Job ist nicht sicher und der ist viel zu anstrengend oder was weiß ich. Da kommen so viele Leute, die dann so eine rationale Begründung dafür finden, das nicht zu machen, was sie ja eigentlich machen wollen. So, was denkst du, war so da für dich der Unterschied? Also, dass ich genau von diesen Leuten genervt war. Ich habe mehrere in meinem Umfeld, vor allem in der Familie, die mega geile Träume haben. Und ich sehe, also was ich so sehen kann bei anderen, ein unglaublich großes Potenzial in genau deren Träumen. Aber sie reden nur darüber, versuchen ein bisschen was, aber schaffen es nicht, das umzusetzen. Und das ist etwas, das hat mich schon in meiner Jugend ja schon fast aufgeregt. Warum tun sie es nicht? Warum versuchen sie es nicht noch mehr? Wo ist der Schweinehund oder die Angst oder was auch immer? Folgt doch einfach mal eurer Leidenschaft und guckt mal, was passiert. Ihr müsst ja nicht zum Hauptberuf machen, sondern einfach vielleicht ein bisschen was Geld damit verdienen oder einfach nur Spaß damit haben. Ja, und das war also so etwas, damit bin ich aufgewachsen, dass ganz viele gesagt haben, ja, das will ich machen, aber sie tun es nicht. Es geht ja nicht. Es geht nicht. Ganz viel Angst war mit dabei oder Umfeld hat gesagt, nee, was auch immer. Und dann war es für mich einfach so, dass ich für mich gemerkt habe, nö, so will ich nicht sein. Und ich habe nur dieses eine Leben, gehe ich erstmal so von aus. Und dementsprechend gebe ich Vollgas. Und solange ich keine Familie zu ernähren habe und noch so jung bin, wie ich gerade bin, kann ich so viel Risiko eingehen. Zur allergrößten Not gibt es immer Möglichkeiten, wie ich, selbst zu Zeiten von Corona, wo alle Auftritte rausgebrochen sind, wie ich mich finanzieren kann. Und dementsprechend ist das für mich mehr eine Sache des Mindsets und der Strategie, so einen Schritt zu gehen, als eine Sache der Angst, also die Angst sozusagen damit zu besiegen. Es gibt da von Gary Vaynerchuk ein richtig, richtig cooles Konzept oder Erklärung. Ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben. Richtig? Der hat gesagt, dass du zwischen 20 und 30 die mit Abstand dümmsten und risikoreichsten Sachen machen solltest, die du in deinem Leben machst, weil wann hast du nochmal so gute Gelegenheiten oder Chancen? Und jeder, der vielleicht mit Ende 20, Anfang 30 oder so zum Beispiel gesagt hat,
was weiß ich, ich habe jetzt ein Jahrzehnt alles Mögliche ausprobiert, es hat nichts funktioniert, ich habe unfassbar viel gelernt, es hat viel Spaß gemacht, aber nichts funktioniert, dann kannst du ja immer noch klassisch normal arbeiten gehen. Genau so ist es, ja. Also ich glaube aber, dass viele Leute dann einfach diese Angst haben, diese gesellschaftlichen Erwartungen dann nicht zu erfüllen, so nach dem Motto, ja, alle meine Leute, mit denen ich zur Schule gegangen bin, die gleich alt sind, sind weiter, in Anführungszeichen, gesellschaftlich, weil die haben jetzt ihren Job im Konzern oder irgendwo gut bezahlt, die haben ihren Dienstwagen, die haben, was weiß ich, die haben was, wo du sagen kannst, hier, guck mal, der hat es geschafft, der hat es erreicht. Was irgendwie heißt geschafft zu haben? Ich glaub, was heißt das genau? Ja, genau, aber ich glaube, ja, gesellschaftlich ist das... Ja, definitiv gesellschaftlich gesehen ist das so. Dieses Thema von, ja, guck mal, der hat jetzt was Sicheres. Oder ich habe es ja auch gemerkt bei mir, immer die Leute, wenn ich gesagt habe, was ich mache, war die erste Frage von, bist du verbeamtet? Das war eine der ersten Fragen. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann so die anderen so fast so, puh, da hast du aber Glück gehabt, dass du jetzt durch bist, in Anführungszeichen. Dass du jetzt das erreicht hast, dass du diese Sicherheit hast, dass du... dir keine Sorgen mehr machen musst. So, dass du quasi durch bist. Aber guck dir doch mal an, wir sind 24. 23. Du bist noch 23, du bist aber jetzt so bald 24, genau. Also sind gleiche Jahrgang, so ist das. Genau. Und du bist schon seit mehreren Jahren verbeamtet gewesen. Ja. Bist jetzt ja nicht mehr, aber warst ja verbeamtet. Und sagen wir jetzt mal, ich hätte jetzt mein Studium fertig und dann hätte ich auch zeitig gesehen auch einen Master noch so etwa geschafft, wäre vielleicht gerade am Ende vom Master. Dann hätten wir beide sozusagen in diesem Alter schon geschafft. Ganz ehrlich, wie langweilig muss das Leben sein, wenn wir es jetzt geschafft haben und ab nichts jetzt Neues mehr kommt. 40, 45 Jahre, keine Ahnung, wie es da mit Rente aussieht, durchgehend den gleichen Kram ackern sollen. Ja. Was heißt das, geschafft zu haben, und was heißt auch Sicherheit? Mhm. Weil auch jetzt zu aktuellen Zeiten sehen wir ja, was Sicherheit bedeutet oder ob es die gibt. Ja, schwieriger auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube, es macht keinen großen Unterschied, ob ich jetzt irgendwo angestellt bin, außerhalb Beamtentum, oder ob ich jetzt gerade selbstständig bin, überall ist es gleich sicher oder unsicher. Und ich finde, Sicherheit ist mehr eine Sache des Mindsets, also wie man mit solchen Situationen umgeht, wie gelassen man damit umgehen kann. Mhm. Und ja, dementsprechend schön, was die Gesellschaft sagt, aber muss nicht unbedingt sein. Mhm. Und das von Gary Vaynerchuk. Schwieriger Name. Ja, total inspirierende Person. Also wer es nicht kennt, unbedingt mal ein bisschen was googeln. Das Konzept kenne ich nicht von ihm, sondern von Christian Bischoff. Mhm. Ich war sehr viel auf seinen Seminaren und habe von ihm unglaublich viel gelernt. Und ich schätze mal, er hat sich da von ihm inspirieren lassen. Mhm. Und er hat auch mehrere Videos so gemacht für gerade Generation unter 30. Traut euch. Geht einfach raus. Probiert euch aus. Mhm. Ihr habt nichts zu verlieren. Zu allergrößten Not, wenn gar kein Geld mehr ist, zieht er wieder bei Mami und Papi ein oder sowas. Also es ist einfach jetzt die Zeit zum Ausprobieren und das ist viel, viel mehr wert als irgendwie ein Studium, was abgeschlossen ist mit einer Bestnote oder sowas. Ja, ja, ja. Das interessiert später keinen. Die Lebenserfahrung, das ist das, was entscheidet. Spannend ist aber auch, obwohl ich so sehr daran glaube, was du gerade gesagt hast, dass das so lange auch im Kopf so dieses Sicherheitsdenken und sowas alles ausgeht, dass so ein Punkt ist und bei mir hat es halt auch länger gedauert, das einfach nur zu realisieren, zu sagen, guck mal, ich habe ja ein abgeschlossenes Studium, ich habe auch schon Vollzeit gearbeitet und die meisten von den Leuten in meinem Alter, die haben noch nicht mal ein Studium abgeschlossen oder die sind gerade beim Master oder die steigen bald überhaupt erst mit dem Beruf ein und dann zu sagen, ja, was heißt das denn, 2-3 Jahre mal was anderes zu machen, im schlimmsten Fall, ich habe doch einen Abschluss, ich kann doch sowieso auch in genau dem Bereich, wo ich jetzt, was ich gelernt habe, könnte ich ja wieder, also nicht für den Start geht es nicht mehr, aber in dem Aufgabenbereich könnte ich ja immer noch irgendwie tätig sein oder Timothy Ferris hat es auch so schön gesagt, was ist denn das Worst-Case-Szenario nach einer Kündigung? Und im schlimmsten Fall kommst du wieder in einen Job, den du nicht magst. Geil. Das gefällt mir. Im schlimmsten Fall passiert das, was du jetzt gerade als Dauerzustand hast. Ja. Und oder auch, wenn wir überlegen, in Deutschland, wir haben ja ein Sicherungssystem. Dir kann nichts, gar nichts passieren. Und trotzdem ist dieses Denken so stark und dass mir selbst Leute bei der Kündigung gesagt haben, die Anfang 30 waren von, ja, du bist ja jung, du kannst das ja noch machen. Das ist halt eben immer eine Sache des Mindsets. Mhm. Und was ich ganz wichtig dazu noch sagen möchte, ich habe nicht immer so gedacht. Mhm. Weil ich meinte eben schon, während Schulzeiten wollte ich den vermeintlich sicheren Weg gehen und bin ins Studium gegangen. Und es lag einzig und allein daran, dass ich jetzt so reden kann und auch diese Entscheidung getroffen habe, weil ich mich unglaublich viel mit mir selbst auseinandergesetzt habe, ganz viele Glaubenssätze hinterfragt habe und halt eben auch wirklich sowohl Coach, persönliche Coaches, aber auch Seminare, also größere Gruppen oder sowas hatte, wodurch ich inspiriert wurde, sowohl das auch.
ja, ganz viele Fortbildungen gemacht habe, wo es immer um mich ging, um meine Persönlichkeit, um meinen Sinn im Leben. Und nur dadurch konnte ich dann sozusagen für mich herausfinden, was mein Weg ist. Mhm. Weil natürlich hatte ich auch diese gesamten Glaubenssätze und alles drin, wie ja nahezu jeder. Mhm. Es ist halt dieses aus dem, ich weiß nicht, ob du NJ DeMarco sein Buch kennst. Sein Buch nicht, aber. Das ist, sein zweites Buch heißt Unscripted und er sagt, es gibt ein Skript, eine Regel, nach der die Gesellschaft so vorgibt, wie du quasi zu leben hast. So, mach eine gute Ausbildung, also mach gute Schulnoten, mach eine gute Ausbildung, such dir einen sicheren Job, gründ eine Familie, kauf ein Haus oder bau ein Haus und geh dann mit 67 in Rente. Vorher brauchst du aber noch ein sehr gutes Reihenhaus mit Millimeterrasen und allem. Natürlich. Dort ganz perfekt mit einer Garage. Ja, das weiß ich jetzt nicht, ob das nur das Deutsche ist oder ob das. Ja, das wäre dann das Deutsche, ist, das Prinzip. Ja. Die deutsche Version. Und genau. Was er halt so spannend in dem Buch sagt, ist, dass jeder, der von diesem Skript abweicht, von den anderen kritisiert wird dafür, weil die natürlich ihr Lebenskonzept in Frage gestellt sehen. Weil wenn jemand sagt, ich arbeite jetzt hier die 10 Jahre und dann kriege ich meine Beförderung, dann verdiene ich meine 200 Euro mehr im Monat und das ist nicht so toll und ich mag das nicht, aber das ist halt so. Und wenn jemand das dann anders macht, dann stellt er ja quasi dieses Skript in Frage, dieses, worauf sich quasi die Gesellschaft größtenteils geeinigt hat, wonach gelebt wird, und wenn dann jemand davon abweicht, ist dann so, ja, der hat doch nur Glück gehabt. Der, was weiß ich, ist dumm oder das ist bescheuert oder viel zu risikoreich und kann er doch nicht machen. Wie siehst du das? Dabei ist aber auch die Frage, warum denkt diese Person so? Hm. Denkt diese Person so, weil jemand wie du, der gerade mal seinen Beamtenstatus wegschmeißt und dafür Geld zahlt und alles drum dran, also richtig krass, oder wie ich, jemand, der sein Studium abbricht, um einen ja vermeintlich unsicheren Beruf, also Künstler zum Hauptberuf zu machen, sind wir sozusagen komplette Systemsprenger, könnte man vielleicht schon so sagen, weil wir einfach nicht da reinpassen. Aber dann ist die Frage, machen wir etwas falsch und sind wir die, die irgendwie was Komisches tun, oder ist das mehr die Angst, die in diesen Leuten hervorgerufen wird, die den vermeintlich sicheren Weg gehen und dort einfach merken, oh, vielleicht hätte ich das auch machen sollen, oh, vielleicht macht die Person etwas, was schöner sein könnte, oh, warum? Mhm. Also diese Person stellt sich damit selbst sozusagen in Frage. Ja. Und viele, glaube ich, ist öfters so der Fall, können das dann nicht so sehen, ach, wie schön, dass die andere Person das macht, mein Weg ist aber trotzdem der richtige, sondern sie sagen eher, ey, du machst was Falsches, mach das nicht, das ist unsicher, und die attackieren die andere Person. Mhm. Dementsprechend muss man immer gucken, wie eine Person, also wie reflektiert eine Person das entsprechend dann sagt. Mhm. Ja, du bist halt in dem Moment ein Spiegel für die anderen. Du machst genau, halt das, was die anderen entweder nicht machen wollen oder sich zwar immer vorstellen, aber irgendwie nicht trauen. Und wenn du dann halt sagst, ja, mach das doch auch. Und dann und das habe ich bei mir halt ganz, ganz stark gemerkt, wo ich so ein bisschen traurig drüber war, weil die meisten Leute halt das nicht mögen, was wir dort machen. Und frustriert sind von vielen Sachen, die dort passieren. Aber irgendwie alle haben so einen Grund dafür, warum sie nicht gehen. Alle haben so, und manche sind natürlich besser als andere. Oder sind das Ausreden? Beides. Also aus ihrer Sicht sind es Gründe. Ich würde es eher als Ausreden bezeichnen. Und dann habe ich halt auch zu ein paar Leuten so gesagt, ja, du weißt schon, du bist nicht verbeamtet, also viele sind dort angestellt. Okay. So, und du musst kein Geld zurückzahlen und du musst ja auch nicht kündigen, ohne eine Alternative zu haben. Du kannst ja auch dir erst einen neuen Job suchen und dann gehen. Aber das machen ja die meisten Leute schon nicht, weil das schon zu, vielleicht wird es ja schlimmer. Vielleicht wird es ja schlechter als das, was ich gerade habe. Und dann halte ich lieber an dem fest, was ich jetzt habe gerade. Das ist so ein Kontrolldenken, so ein angstbesetztes Denken, was ja auch irgendwie verständlich ist, dass das irgendwie in uns drin ist, weil wir überleben wollen. Das ist ja einer der größten Dränge überhaupt, oder eigentlich der größte. Aber trotzdem ist es sinnvoll, in meinen Augen, ich glaube, du wirst mich da unterstützen, sowas vielleicht mal anzugehen, um mal zu gucken, warum ist das so? Weil es nicht unbedingt so sein muss. Vor allem bei dem Anfang 30-Jährigen, den du eben meintest, ich bin zu alt dafür. Kinderlos und Noch schlimmer. Also wenn der selbst ohne Kinder sich nicht traut, diesen Weg zu gehen, der wird doch in den letzten Jahren bestimmt was angespart haben, kein halbes Jahr davon vielleicht leben und in dieser Zeit was anderes machen. Ich glaube meistens eher nicht. Echt nicht? Okay. Die meisten dann müssen wir mehr deine Videos angucken. Ja, du musst es dir halt auch leisten können. Das ist halt auch der nächste Punkt. Okay. Aber da kann man darauf hinarbeiten. Ist halt eben auch eine sehr Frage des Lebensstils, wie man es machen möchte. Ja. Was einem wichtiger ist, ne? Der Urlaub oder das zu machen, was du wirklich haben willst. Oder muss ja nicht unbedingt der Urlaub sein, aber muss ich mir wirklich jetzt gerade eben mitten in der Krisenzeit vielleicht ein neues Auto kaufen?
Oder kann ich das Geld nicht vielleicht besser verwenden, um das ist ja auch der Punkt, ich habe jetzt ungefähr so viel Geld ausgegeben wie manche für ein Auto und ich gebe es halt aus, damit ich meine Zeit für mich habe und die selbst nutzen kann. Und das ist halt bescheuert. Aber ein Auto zu kaufen, dann wird alles sagen, guck mal, der hat ein Auto, wie schön. Kommt immer drauf an, ja. Kommt immer drauf an. Also ich finde das Zweite bei dir besser, wenn du die Zeit für dich nimmst. Andere finden vielleicht das Auto dann besser. Aber ja. Ich glaube, die meisten finden das Auto besser. Okay. Oder zumindest sinnvoller. Ja, okay, da kann was dran sein. Ja. Aber das ist immer eine Frage des Mindsets, wie eine Person denkt, wie sie handelt selbst. Und, auf jeden Fall. Du hast vorhin schon gesagt, das Thema mit dich selbstständig zu machen, mit sowas Unsicherem wie Künstler zu sein. Da sind ja auch sehr, sehr viele so negative Glaubenssätze, glaube ich, mit verbunden. Dieses, Künstler verdienen ja kein Geld oder das ist ja so, ich möchte mich ja ausdrücken und es geht ja nicht ums Geld. Oder dass vielen Künstlern das, glaube ich, sogar schwerfällt, überhaupt Geld dafür zu nehmen. Weil sie sagen, das ist so, das so als würde das beschmutzt werden, in Anführungszeichen, dafür, nur weil ich Geld dafür bekomme. So, wie siehst du das? Also, wenn man etwas Gutes macht, dann darf man definitiv dafür entlohnt werden. Mhm. Unbedingt. Man muss jetzt nicht direkt beim ersten Auftritt 5.000 Euro nehmen oder sowas. Auf keinen Fall. Da sollte man schon realistisch dann bleiben. Aber wenn man anderen etwas Gutes tut und man das als Beruf machen möchte oder als Nebenberuf oder was auch immer, dann darf man dafür entlohnt werden, definitiv. Und es ist halt immer dann eine Frage der Qualität, der Erfahrung, und vielen anderen Faktoren, ob das nun für einen Zauberauftritt zum Beispiel die 20 Euro von meinem ersten Auftritt sind oder 1.500 oder 5.000 oder wie viel dann auch immer. Und dann ist das einfach halt eben eine Skalierung. Aber definitiv kann man für nahezu jede Sache, behaupte ich, jetzt einfach mal Geld verlangen. Mhm. Weil die andere Person hat ja die Wahl. Buche ich jetzt einen Zauberkünstler oder buche ich ihn nicht? Buche ich jetzt Coaching bei dir oder buche ich es nicht? Und dementsprechend ist es das immer wert. Mhm. Und viele Menschen haben da irgendwie Selbstwertthemen mit. Ich bin es nicht wert. Oder die nehmen auch viel zu geringe Gagen oder sonstige Beträge auf jeden Fall. Wo sie auch gar nicht von leben können. Selbst wenn, selbst wenn sie wollten. Und vor allem, dann kommt noch dazu, was ich auch von vielen mitbekomme, sie bekommen dann vielleicht einen guten Stundenlohn, aber bei einem Coaching zum Beispiel, aber die machen dann viel, viel mehr, als vereinbart war. Also dann überzieht man da, dann muss man da noch was machen, da. Und da ist es viel sinnvoller, einfach eine Struktur reinzubringen und ganz klar zu wissen, das bin ich mir wert, so viel arbeite ich dafür, plus nochmal 10% oder sowas, immer so einen kleinen Puffer noch natürlich mehr geben, das ist immer super schön, aber ganz klar zu wissen, wie viel ich tue für was. Ja. Und wenn man mit so einer Struktur reingeht, mit einer guten Strategie, dann ist das gut. Und dann kann man definitiv Geld nehmen für alles, was einem Spaß macht. Man muss halt eben nur die Zielgruppe finden. Mhm. Das wäre Marketing. Also, genau. Das ist doch was anderes. Ja. Ich habe es auch bei mir so gemerkt, dieses Thema, wo ich angefangen habe, jetzt mehr auch Leute halt auszubilden im Thema Finanzen, wo ich gedacht habe, wie erstmal so verstandesmäßig total bescheuert, ich würde das auch machen, wenn mir keiner dafür Geld geben würde. Es macht so unfassbar viel Spaß. Glaube ich. Ne? Aber dann zu sagen, dann wertest du es ja auch ab und der andere wird es dann wahrscheinlich auch nicht so wirklich umsetzen, wenn du es nur so machst, aus meiner Sicht. Kommt immer drauf an. Auf der einen Seite ist das eine Sache, auf der anderen Seite ist es gut, wenn man zum Beispiel startet, vielleicht kostenlos zu starten, aber immer einen Gegenwert zu bekommen. Zum Beispiel, wenn du jetzt, sagen wir es mal noch, oder nehmen wir Person X. Person X startet gerade ein Business, möchte auch coachen und möchte am Anfang kein Geld nehmen, weil sie noch zu unsicher dabei ist. Und dann kann sie trotzdem von der Person sagen, ey du, ich coache dich jetzt dreimal und du schreibst mir danach eine richtig coole Rezension oder sowas, die ich veröffentlichen darf mit einem schönen Foto von dir und die kommen auf meine Webseite. Ja. Und dann ist das keine finanzielle Entlohnung, aber man bekommt ja etwas zurück, was man dann nutzen kann, damit man später mehr Geld verdient. Ja. Weil sowas ist immer wichtig, Rezensionen und Ähnliches. Und wenn man das dann mit 5 Klienten dann gemacht hat, dann kann man das erste Mal 50 Euro verlangen für eine Stunde. Dann geht man auf 100 Euro, dann auf 200 hoch. Und so hat man immer eine Entlohnung und geht dann irgendwann immer höher. Mhm. Das ist eine gute Strategie, finde ich. Ja. Ich glaube, viel darum geht es halt auch einfach nur so dieses Vertrauen in sich selbst halt aufzubauen, durch dieses erstmal so anzufangen, zu sehen, okay, das, was ich mache, das hilft dem anderen zum einen, aber das ist es halt auch wert. Der kann das halt auch wirklich umsetzen, was damit machen und das ist nicht nur so, ich nehme das Geld und kann halt dann nicht liefern oder so. Ich glaube, das ist halt bei vielen dann halt auch noch ein Thema, was dazu kommt. Muss ich auch noch was zu sagen. Ganz viele sagen, ey, das macht mir doch Spaß, das ist so einfach, dafür kann ich kein Geld verdienen, das kann ja jeder. Aber wenn das jeder könnte, dann würde es auch jeder machen. Also es ist meistens so, für mich ist Zauberkunst, wenn ich so auf die Bühne gehe und nach
halbstündige Show oder sowas mache, wo ich gutes Geld für bekomme, dann ist das für mich so ein, ja, einfacher, also das ist eines der einfachsten Dinge, die es für mich gibt, was mir einfach Spaß macht, das ist eine Leidenschaft, mit Menschen Kontakt zu haben, dann ruft der was rein, dann der und dann integriere ich das irgendwie und dann haben alle Spaß. Das ist für mich eines der einfachsten Dinge, die es gibt. Und wenn ich jetzt sagen würde, okay, das ist einfach, ich darf dafür kein Geld verlangen, weil es halt eben einfach ist, dann ist das ein Denkfehler. Ja, ja. Weil es ist ja einfach für mich. Für dich vielleicht nicht, dafür hast du ein anderes Thema, was für dich einfach ist. Und jeder hat so seine eigenen Themen, die einem Spaß machen, wo man richtig gut drin ist. Und man muss einfach verstehen, dass das nicht bei jedem gleich gut ist und dementsprechend man auch Geld verlangen darf. Mhm. Auf, oder gerade für einfache Sachen, weil das sind so meistens Dinge, die aus der Leidenschaft kommen. Ja, und die du gut kannst vor allem. Genau. Ja. Das ist ja auch der Punkt, wo deine Stärken dann halt auch liegen. Wo man einen großen Mehrwert bietet. Ich finde es aber spannend, wenn du dann überlegst, was die Konditionierung dann halt im Gegensatz bedeutet. Weil eigentlich, aus meiner Sicht kommt das halt aus dieser Religionsecke von, ich muss leiden, um etwas zu verdienen. Ich muss mich da durchquälen, ich muss für mein Geld kämpfen. Mhm. Und dieses, ich bekomme gerade Geld für etwas, was mir unfassbar viel Spaß macht, was, wo ich habe ein paar Mal so gesagt, als ich damit mehr angefangen habe, das halt öfter zu machen, Leute auszubilden, das ist das Highlight meiner Woche. So. Glaube ich. Und dafür halt dann Geld zu nehmen, ist so komisch, in Anführungszeichen, oder ich fand es halt spannend, das so bei mir zu beobachten, was das halt gesellschaftlich über uns halt aussagt, dass die meisten Leute denken, ja, Arbeit macht halt keinen Spaß. Das ist halt so. Das ist halt, es ist halt anstrengend, es ist halt schwierig, es ist halt Kampf, es ist halt gegeneinander und das ist halt einfach so. Vor allem dieser Satz, es ist halt eben so. Mhm. Ich finde es total spannend, wir gehen jetzt auf ganz viele Glaubenssätze ein. Aber so der Glaubenssatz, es ist halt eben so, das ist eines der schlimmsten, die es gibt. Mhm. Weil, warum ist es so? Warum kann man es nicht mehr überdenken? Warum kann man nicht einfach mal kritisch nachfragen, warum muss das so sein? Mhm. Muss das überhaupt so sein? Kann man es nicht vielleicht ändern? Kann man irgendwie einen anderen Glaubenssatz dahinsetzen und einfach sagen, nee, ich will Spaß dabei haben und ich will trotzdem viel Freizeit haben und ich will auch viel Geld verdienen. Ja. Warum schließe ich das aus? Vielleicht schafft man das nicht innerhalb von 3 Jahren, aber in 5 Jahren oder in 10 Jahren hat man es erreicht. Und dann auf einem sehr hohen Niveau. Mhm. Wieso nicht? Mhm. Ja, das ist einfach mal sich trauen, anders zu denken, finde ich super. Ja, ja. Jeder Mensch hat halt seine eigene Realität und ich habe das noch einmal erlebt, das war auch so ein Ereignis, wo ich gedacht habe, ich verstehe es nicht so ganz, was ich die andere dabei gedacht hat. Ich war mit meiner Familie hier unten beim Zoo, bei der Haltestelle und das war zur Zeit, da war ich noch beim Zoll tätig und es war gerade wieder so eine Woche, wo ich mich einfach wirklich durchgequält habe und überhaupt keine Lust und mich aufgeregt habe und dann habe ich so ein bisschen der Familie davon erzählt, was, naja, so ein bisschen so beschwerdemäßig, weil ich mich einfach aufgeregt habe ohne Ende. Und dann so eine ältere Frau von der Seite, noch nie gehört, noch keine Ahnung, wer das ist, wahrscheinlich so um die 70 herum. Ich habe irgendwie da so einen Satz vorher gesagt, boah, das macht mir überhaupt gar keinen Spaß, das ist gerade so anstrengend. Ne? Und dann sagt sie so von der Seite, ja, wir sind früher nie gefragt worden, ob uns das Spaß macht. Doch, das hast du mir erzählt. Hm. Ich erinnere mich, ja. Und ich hab mir einfach gedacht, krass. Das ist halt krass, was das für eine Realität ist von, ja, bei uns war es früher nicht so, dann musst du jetzt halt auch weiter leiden. Ich habe früher gelitten, jetzt musst du halt auch leiden. Dann musst du halt da durch, du musst dich da durchkämpfen. Warum denkt diese Frau nicht, okay, früher war es vielleicht nicht anders möglich, weil wegen Krieg oder was auch immer, aber sie gönnt es der neuen Generation, vielleicht hat sie auch Kinder, Enkelkinder oder sowas, dass diese Generation es besser hat. Wäre doch viel schöner, als zu sagen, ey, du musst auch leiden oder sowas. Mhm. Also einfach es anderen auch gönnen zu können. Ja, ja. Aber für mich war es halt so ein krasses Beispiel davon, wie stark es drin sein muss, weil sie muss das ja irgendwie so getriggert haben. Wir kennen uns ja gar nicht. Das ist ja eine fremde Person. Sie muss das ja so getriggert haben, dieses Thema mit, wo ich gesagt habe, mir macht das keinen Spaß, überhaupt keinen Spaß im Moment, dass sie gedacht hat, boah, ich muss dem das jetzt mal erzählen. Ich muss das jetzt quasi so ausdrücken. Und das ist jetzt halt nur ein Beispiel von wahrscheinlich tausenden Millionen, die so denken. Und einfach nur zu sehen, diese Konditionierung von, ja, Arbeit ist halt anstrengend. Und das ist auch der Punkt, was ich halt an der finanziellen Freiheit so ein bisschen immer kritisiere, das ist das Thema, dass viele Leute sagen, ich möchte irgendwann aufhören zu arbeiten. Weil Arbeiten ist so negativ besetzt. Ich möchte, wenn ich finanziell frei irgendwie denke oder das als Ziel mir nehme, dann möchte ich nicht eines Tages nicht mehr arbeiten müssen, sondern ich möchte mir aussuchen können, ob ich jetzt vielleicht eher reise oder ob ich jetzt mehr ins Projekt investiere oder was auch immer. Hm. Aber ich möchte eine Sache haben, die mir Spaß macht. Ja. Und einfach ein Leben haben, was geil ist und wo ich mir um so Geld keine Sorgen machen muss. Hm. Wo genügend einfach da ist. Ja. Ich denke, du siehst das dann
gleich ja, oder ähnlich. Ja, hat sich auch so ein bisschen gedreht mit der Zeit. Ja. Aber ich bei ganz vielen Leuten, das finde ich so spannend, gerade in der Szene hier, deswegen will ich ja mit dem YouTube-Kanal auch so ein bisschen das aus einer anderen Perspektive beleuchten, weil ich glaube, viele Leute sind so diesem Konzept gefangen von, ja, wenn ich finanziell frei bin, dann kann ich aufhören zu arbeiten. Und das ist halt wieder eine Ausrede, die sie nutzen, um halt nicht den Schritt zu gehen. Weil ich kenne so viele Leute, die sind wirklich verdammt unglücklich in ihrem Job, haben aber 150.000, 200.000 Euro Vermögen. Die könnten sofort kündigen und 2-3 Jahre so sich ausprobieren. Aber sie machen es halt nicht aus diesem Angstdenken heraus. Weil sie wieder sagen, ich brauche ja die finanzielle Freiheit, ich brauche ja erstmal das Geld. Ich muss ja komplett abgesichert sein und dann kündige ich. Mhm. So. Ich muss ja gerade auch noch was so sagen, wenn ich da... Ja, natürlich. Weil ich hatte solche Glaubenssätze auch bei mir. Nicht Thema finanzielle Freiheit, aber Thema, ich möchte sehr viel Zeit haben. Ich hatte immer das, oder schon viele Jahre lang das Ziel gehabt, dass ich mir die Zauberkunst zum Hauptberuf mache und dann nur noch ab und zu auf die Bühne muss mit hohen Gagen und dementsprechend 1-2 Auftritte pro Woche mache, sind für mich wenige Stunden Zeit und dann meinen Verkauf und alles drum und dran outgesourced habe, dass es jemand anders für mich macht. Und ich wirklich nur noch auf die Bühne muss und ansonsten die gesamte Woche Zeit habe und ganz viel Freizeit habe und alles super ist. Ja, ich habe es erreicht. Und das war eine der grässlichsten Zeiten, die ich hatte. Es war nämlich letztes Jahr, da hatte ich für ein paar Monate meinen Verkauf und alles outgesourced gehabt. Also das heißt, es war ein Team aus 2 Leuten, die für mich Verkauf gemacht haben. Marketing wollten sie auch dann noch übernehmen, haben wir in letzter Instanz aber doch nicht gemacht. Und noch ein paar andere Sachen haben sie halt eben übernommen. Das heißt, ich musste nur meine Auftritte machen und eine Woche vor dem Auftritt habe ich die Gastgeber angerufen, ob alles abgeklärt ist und habe mich nochmal kurz vorgestellt und bin dann hingefahren. Und die haben auch die Rechnungen gestellt, alles drum und dran. Das heißt, ich musste mich um nichts kümmern. Ich hatte unglaublich viel Zeit und ey, das war schrecklich, so viel Zeit zu haben, weil ich nicht mehr das tun konnte, was mir Spaß machte. Und das war für mich eine ganz, ganz, ganz große Lernerfahrung. Ich musste da erstmal durch, hat mehrere Monate gedauert, bis ich das realisiert habe und alles für mich verstanden habe. Und seitdem habe ich mir wieder Aufgaben gesucht, die mir richtig Spaß machen. Habe anderen Sport gemacht, neues Business mir langsam aufgebaut, was jetzt ja auch schon steht, kommen wir bestimmt gleich auch noch drauf. Und einfach viele andere Dinge gemacht, die mir Spaß machen. Und dementsprechend zu dem Punkt, ich möchte arbeiten, finanziell frei werden, damit ich dann ganz viel Zeit habe und nie wieder arbeiten muss. Seitdem habe ich das auf gar keinen Fall mehr erzielt, weil es einfach keinen Spaß macht. Ich möchte lieber mir ein Leben aufbauen, wo ich gerade stehe, dass ich um die Welt reisen kann, währenddessen ein bisschen was arbeite, Spaß mache, andere Leute coache und inspirieren kann, weil das macht mir Spaß, um die Welt reisen macht mir Spaß und das gemeinsam verknüpft, das ist cool. Und dann mal wieder in Köln Auftritte machen oder hier deutschlandweit, was auch immer. Ja, es ist halt eben bei mir damals ein falscher Glaubenssatz gewesen oder ein Glaubenssatz, den ich erstmal auflösen musste. Ja. Das Spannende ist, aus meiner Sicht, so wie du es beschrieben hast, es gibt von Dieter Lange die Ausrede, der hat mir gesagt, haben befreit vom haben wollen. Weil wenn du einmal die Sache erreicht hast, ist dieser Wunsch, dieser Drang danach so weg. Zum Beispiel, du hast dein Traumauto erreicht und denkst dir so, okay, jetzt habe ich das Auto. Und? So, und dann kommt dann das Nächste. Und das Spannende ist, das merke ich halt immer wieder, viele Leute erzählen was über das Thema gerade finanzielle Freiheit, die unfrei sind und die das noch anstreben, die das so als super toll beschreiben und ich habe ganz, ganz viele Leute kennengelernt, die müssten nie wieder in ihrem Leben arbeiten, die haben gesagt, das ist das Schlimmste, in Anführungszeichen, was du haben kannst, wenn du keine Aufgabe mehr hast, weil du brauchst als Mensch irgendeine Aufgabe, Sinn. Irgendwas, irgendeinen Tun, Sinn. Eine Leidenschaft. Ja, und deswegen, ich tausche deswegen auch so gerne die Begriffe, wenn ich jemanden frage, willst du irgendwann nicht mehr arbeiten müssen, dann sagen alle Leute ja, so, also egal ob Rente oder finanzielle Freiheit oder so, sagen alle ja. Wenn ich dann sage, möchtest du irgendwann aufhören, deine Talente für andere Menschen einzusetzen. Ist die gleiche Aussage, aber schöner formuliert. Ja, es ist vom Kern, Arbeit ist halt negativ besetzt, unfassbar negativ besetzt. Ja. Und alle oder viele verbinden damit halt was sehr Negatives. Mhm. Wenn du halt dann sagst, möchtest du irgendwann aufhören, deine Talente für andere Menschen einzusetzen oder für andere Menschen was zu tun, was jetzt nicht heißt, also du kannst ja auch Mutter sein oder was weiß ich, irgendwas Ehrenamtliches machen, das muss ja nicht mit Geld was zu tun haben. Aber es gibt niemanden, der mir bis heute gesagt hat, nee, ich würde irgendwann, will ich nur noch rumliegen und nichts mehr machen. Das ist langweilig. Ja, genau, es ist langweilig. Kannst du das Leben direkt aufgeben. Der Sinn fehlt. Und das ist halt das Spannende, dass so viele Leute genau das anstreben, was sie noch nie erlebt haben und ganz viele Leute, die es erreicht haben, sagen, das ist halt auch nicht spannend. So, das ist auch nicht so das Wahre, in Anführungszeichen, weil wirklich glücklich bist du dann vielleicht auch nicht unbedingt. Oder du kannst vielleicht auch einen anderen Weg nehmen. Auf jeden Fall. So. Und ich glaube halt, viele Leute geben halt sehr, sehr viel auf,
um das Ziel irgendwann zu erreichen und dann vielleicht in 10 Jahren zu merken, naja, das war's auch nicht. Und dafür will ich so ein bisschen die Leute bewahren, dass sie halt früher den Schritt wagen. Vor allem, wenn viele Anfang 20-Jährigen sagen, ich will das erreichen und mit 30 will ich finanziell frei sein, damit ich dann nie mehr arbeiten muss. Aber diese 10 Jahre dorthin ackern sie so viel, haben kein Privatleben oder nur sehr wenig, um dann genau diese Feststellung zu machen. Also ich würde mir nur vorstellen, ich habe 10 Jahre vergeudet sozusagen, habe zwar jetzt sehr viel Geld, aber was will ich damit? Wen will ich mit diesem Geld beeindrucken? Die Leute interessiert das dann eh nicht mehr oder nur die falschen Leute oder so. Ja, genau. Wofür, da will ich doch lieber, was ich halt eben auch mit meinem Podcast und meine Message sozusagen ist, also mit meinem Podcast sage, nimm dir eine Leidenschaft und sorg dafür, dass die so viel Platz in deinem Alltag hat, dass daraus ein Business wird, vielleicht auch ein Hauptberuf oder sowas, aber auf jeden Fall ein Nebenberuf oder sowas, dass du einfach die Möglichkeit hast, dieser Leidenschaft zu folgen und einen Sinn im Tun hast und einfach viel Spaß dabei hast und dich trotzdem noch davon ernähren kannst. Ja, mega spannend. Im Idealfall sehr gut. Ja, genau, ich wollte darauf sowieso noch mit dir zurückkommen, du hast ja schon erzählt, dass Lockdown ist ja etwas schwieriger, wenn keine Veranstaltungen stattfinden wollen. Schwieriger, ja. Wenn so deine Haupteinnahmequelle Veranstaltungen sind und Auftritte dort. Also die einzige bis. Ja, die einzige. Bis vor kurzem. Wie bist du vielleicht auch, so wo das angefangen hat, damit umgegangen und was hast du daraus gemacht? Weil darüber hatten wir ja schon mal kurz gesprochen mit dem Podcast und was alles entstanden ist daraus. Am Anfang habe ich nicht geglaubt, dass es lange dauert. Ja, das haben viele gedacht. Ja. Leugnung. Nicht Leugnung, sondern für mich war das so, ich habe so mein Mindset und ich habe gedacht, okay, die anderen Menschen denken vielleicht ähnlich oder so. Und es war nicht schnell so. Gelöst ist, so ja. Quasi. Ich dachte auch, dass wir einfach jetzt halt eben sehr gut damit umgehen und dementsprechend dann bald alles wieder schön möglich ist, vielleicht mit ein paar anderen Regelungen oder so, Maske oder was auch immer. Aber auf jeden Fall, dass es schnell wieder gut wird. Da habe ich irgendwann gemerkt, dass das nicht so ist. Und dass halt eben immer mehr Auftritte abgesagt worden ist. Ich hatte halt eben schon mehrere für dieses Jahr gebucht und seit Mitte März wurde eigentlich nahezu alles abgesagt. Ich hatte seitdem fast gar nichts mehr. Also ich hatte noch Auftritte, aber wirklich wenig. Und die Frage war, wie ich damit umgegangen bin. Genau, okay. Was dann daraus für dich entstanden ist. Ja, und dann habe ich halt eben erstmal die Zeit sehr genossen. Ich habe sehr viel Privates gemacht, Dinge nachgeholt, die ich vorher nicht gemacht habe oder so. Ist auch noch viel passiert, privat in der Zeit. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, nee, es dauert noch länger. packe ich doch mal ein anderes Projekt raus, was ich sowieso, was mir unglaublich viel Spaß macht. Ich habe bisher 2 Bücher veröffentlicht und ich hatte immer mal wieder an einem dritten geschrieben gehabt und habe da mal sehr, sehr, sehr viel Zeit dran investiert. Das ist jetzt schon sehr weit auch gekommen, das Buch. Und dadurch kam dann auch die Idee, den Podcast von mir auch aufzubauen und halt eben, es hat sich immer mehr rauskristallisiert, dass ich das, was mir Spaß macht, was ich in den letzten 11,5 Jahren gemacht habe, ein Hobby zum Beruf zu machen, dass ich bei so vielen Menschen sehe, wie unzufrieden sie mit ihrem Beruf sind, mit ihrem Leben, keinen Sinn drin sehen oder was auch immer, keine Leidenschaft haben oder wenig. Selbst bei vielen reflektierten Leuten, selbst ganz viele aus der Persönlichkeitsentwicklung sind trotzdem so drauf. Sie denken irgendwie, sie würden gute Schritte gehen, aber ganz viele schaffen es trotzdem nicht. Ja, Sicherheitsding, glaube ich, wieder. Ja, das ist unglaublich krass. Und deswegen habe ich für mich einfach gemerkt, nee, ich will genau diese Menschen inspirieren und auch coachen, persönlich mit an die Hand nehmen, sich mehr zu trauen, mal Glaubenssätze über Bord zu werfen, durch neue zu ersetzen und ähnliches. Und dementsprechend ist dadurch dann das neue Business entstanden, dass ich einen Podcast habe, auf dem Weg der Leidenschaft, findet ihr auf allen gängigen Plattformen, iTunes, Spotify, was gibt's alles. Auf jeden Fall die gängigen Plattformen überall. Ich coache, also biete persönliche Coachings an und habe noch sehr viele Ideen, was auch noch kommen wird. Und habe entsprechend einfach für mich gemerkt, durch die gesamte Zeit, wo ich frei habe, weil ich einfach keine Auftritte habe und auch fast gar keine Anfragen, dementsprechend auch das Tagesgeschäft weggefallen ist, habe ich sehr viel für mich zur persönlichen Entwicklung genommen, habe sehr viel Erfahrung gemacht in der Zeit, bin auch gereist, was auch also unter Corona-Bedingungen natürlich so möglich ist und habe halt eben einfach ein neues Business aufgebaut. Also sozusagen, ich mache gerade meine zweite Leidenschaft zum Beruf. Und möchte andere, weil es mir einfach Spaß macht, Menschen zu inspirieren und mit ihnen gemeinsam Strategien zu erarbeiten, wie man das halt eben für die entsprechend machen kann. Und genau, deswegen bin ich gerade dabei, meine zweite Leidenschaft immer mehr auch zum Beruf zu machen, sodass die ein mindestens gleich großer Pfeiler wird eines Tages neben der Zauberkunst. Sodass ich halt eben 2 Pfeiler habe, auf denen ich stehe. Ja, cool.
Ah, das ist mega genau. Spannend. Mega schön. Das heißt, das letzte halbe Dreivierteljahr. Hm. Ja, vor allem, ich glaube, dass halt das Thema für so unfassbar, unfassbar viele Leute halt wichtig ist oder die da so viel von profitieren können. Ich glaube, viele lassen nämlich halt gar nicht erst den Gedanken zu, dass sie es machen könnten oder dass es möglich sein könnte. Es geht ja nicht darum, so, das so radikal in den Schritt zu gehen, wie ich das jetzt gemacht habe, zu sagen, ich schmeiß mir jetzt voll rein, zahl Geld, kommt Wirtschaftskrise. Ist der geilste Schritt. Ja, ja, muss man ja aber nicht man so muss machen. Es auf keinen man Fall muss es auf gar keinen Fall so machen, ne? Aber einfach nur so zu sehen, es geht. Oder es könnte eventuell gehen. Allein wenn ich diesen Gedanken ja irgendwann für mich habe und einfach nur diese Möglichkeit bei mir im Kopf aufgeht, kann ich ja dann anfangen, darüber nachzudenken, wie könnte ich es machen? Was wären Wege? Und da halt einfach dieses Vorgehen, das finde ich mega cool. Auf jeden Fall. Dass du vor allem jetzt halt auch da, im Podcast dann darüber dann zu viel berichten wirst. Hm. Weil, ganz ehrlich, wofür sind wir hier auf Erden? Hm. Sind wir dafür da, um zu leiden, um uns gerade so ernährt zu bekommen? Oder sind wir dafür da, um Spaß zu haben, um andere Menschen und unser Leben bereichern zu können, um gemeinsam eine geile Zeit zu haben und gemeinsam auf einem guten Level uns ja auch finanzieren zu können und ja einfach ein geiles Leben haben zu können. Wofür sind wir hier, ganz ehrlich? Mhm. Und dementsprechend gehe ich lieber größere Risiken ein, auch während Corona, probiere mich aus. Ich fand es mega geil, wo ich von dir, ich habe ja alles mitbekommen, von der ersten Überlegung bis hin, dass du dann gekündigt hast und durchgezogen hast, finde ich mega geil, großen Respekt dafür. Ich weiß, dass das nur die wenigsten sich trauen würden. So einen radikalen Schritt muss nicht jeder machen, aber ich finde es einfach geil, solche Wege in diese Richtung zu gehen und jeder mit seiner entsprechenden Dosis, wie viel halt eben möglich ist. Und für die Wagemutigsten bist du die beste Inspiration. Ja, ich glaube halt, das ist, glaube ich, auch ein ganz guter Abschluss zu dem, was du gerade gesagt hast. Das Thema, weswegen ich jetzt auch mit dem Kanal halt umbenannt habe, neues Branding und gesagt habe, Wohlstandsentfaltung. Ja. Ich bin halt der festen Überzeugung, wenn die Menschen anfangen, wirklich das, was sie wirklich gut können, wo sie Spaß dran haben, wo sie eine Leidenschaft haben, wo sie einfach aus der Tätigkeit heraus Energie kriegen und nicht runtergedrückt werden, dass es uns als Gesellschaft so unfassbar, unfassbar gut gehen würde. Weil, nur mal angenommen, jemand sitzt gerade in einem Job, wo der so mit halb Widerstand dagegen irgendwie tätig ist. Wenn er was machen würde, worauf er richtig Bock hat, könnte er das, ich sage es mal, für die Gesellschaft 3-mal so produktiv sein oder 5-mal so produktiv sein oder 10-mal so produktiv sein. Und sich einfach vorzustellen, nur durch diese Konzepte sitzt jemand in der Buchhaltung, der dort nicht sitzen will, der nichts mit Zahlen zu tun haben will, der eigentlich kreativ ist, und jemand sitzt vielleicht auch in irgendeinem kreativen Bereich, der nicht so ganz da reinpasst, und nur wenn die tauschen würden, wird es allen Beteiligten besser gehen und insgesamt diesen Wohlstand wird es halt kommen, wo dann die Leute nicht nur Geld haben, sondern halt glücklich sind. Diese Kombination heraus, dass es halt kein Widerspruch ist. Ich glaube, viele denken so ungefähr, du musst, wo wir halt heute drüber ein paar Mal gesprochen haben, du musst dich da durchquälen und dann, dann hast du es verdient. Das hat eben immer dieses Leiden mit dabei, dieser Druck. Der macht keinen Spaß. Nee, der macht überhaupt keinen Spaß. Schön, dass wir es anders sehen. Und dazu auch, fällt mir gerade ein, habe ich nämlich gerade so im Ohr, Bodo Wartke, kennst du den? Ja, kenne ich sehr gut. Das falsche Pferd, den Song. Kenne ich. Müsst ihr euch angucken oder also anhören oder sowas auf YouTube, wenn es bestimmt findet, sonst überall auf allen gängigen Portalen. Und auf den Text mega gut hören. Das ist ein so schöner Song zu genau diesem Thema. Was wäre, wenn jeder seiner Leidenschaft folgen würde? Wenn jeder das tun würde, was ihm Spaß macht und nur noch die BWL studieren, die wirklich Bock drauf haben, die Ärzte werden, die Bock drauf haben und die es nicht wegen dem Geld machen. Weil es gibt Leute, die richtig Spaß dabei haben, aber es machen viele auch, die es nicht tun, wegen des Spaßes, sondern wegen des Geldes oder des Status oder was auch immer. Oder der Sicherheit. Genau, unglaublich große Empfehlung. Ja, bin großer Bodo Wartke-Fan. Ich auch. Du warst schon mal bei ihm auf dem Konzert, deswegen. Warst du schon? Ja. Ich war für April eigentlich erst in der Philharmonie hier in Köln auf dem Konzert, wurde dann auf September verlegt und jetzt auf nächstes Jahr. Ja, schade. Ja. Ja, aber das ist mega spannend. Unglaublich deswegen geil. Kann ich auch nur empfehlen, das einmal anzuhören. Allein für mich ist halt vor allem dieser Punkt, dieses Gefühl, einfach nur diese Vorstellung, wie könnte es sein? Was wäre möglich? Und einfach nur sich, und ich glaube halt, je mehr Leute das für sich selbst zulassen, desto mehr ändert sich halt das auch in der Gesellschaft, dieses Thema von, ja, ich muss das halt machen, ich muss wieder halt durchquälen und Und dabei auch wichtig, es geht nicht darum, zu warten, dass es alle tun, sondern, wie du gerade meintest, wirklich zu sehen, es wäre cool, wenn alle es tun würden, aber der erste Schritt ist, dass jeder Einzelne es tut. Mhm. Also dann entscheide ich mich für mich dazu, dass ich diesen Schritt gehe, meine Leidenschaft
immer größer aufbaue und andere damit inspiriere. Und dann, wenn jeder Einzelne das macht, irgendwann kommt man in diese Richtung dann. Mhm. Was lange dauert, aber was möglich ist. Was sein könnte, ja. Das ist halt so eine schöne Vorstellung, einfach nur. Genau. Für die motiviert und inspiriert. Mega. Das war ein richtig, richtig cooles Interview. Das hat richtig Spaß gemacht. Wow, krass. Wir haben 50 Minuten. Ja, ich sehe es gerade. War ganz schön lang, aber ja, schön. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Aber deswegen vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du heute mit dabei warst, dass du, naja, das teilst, was du für dich erreicht hast und das versuchst jetzt hilfst, an andere Leute das weiterzugeben, dass die das halt auch für sich so leben können. Und schaut auf jeden Fall mal vorbei. Wir werden das verlinken. Die ersten Gerne. Folgen sind auch schon online. Und genau. Ich würde dir dann das Abschlusswort dann geben, oh, den Gästen. Ja, danke, dass ich auch hier bei dir sein durfte. Du inspirierst mich auch immer wieder zu Themen zu Finanzen. Hab ja auch durch ganz viele Gespräche schon ganz, ganz, ganz viel gelernt. Mhm. Danke dafür. Danke, dass ich dabei sein durfte. Und Abschlusswort? Oder? Ja. Traut euch. Und auch, also vor allem, wenn man jung und ungebunden ist oder eine Partnerin, Partner hat, aber hat eben noch keine Familie, dann unbedingt Risiko eingehen, so viel wie man halt eben selbst vertragen kann. Und selbst wenn man auch Familie hat und alles drum und dran, einfach mal gucken, welche Möglichkeiten gibt es. Mhm. Es gibt immer Möglichkeiten. Wenn man etwas tun will, dann kann man es umsetzen und vielleicht dauert es dann was länger, vielleicht muss man ein bisschen was einbußen machen, aber irgendwie geht es immer. Und ja, wofür sind wir hier auf Erden? Also auf jeden Fall für irgendwas Schönes zu tun und dementsprechend traut euch.